So, ich hoffe, man kann mich ein bisschen erkennen. Ich bin gerade in meinem Zelt, weil es draußen ein bisschen windiger ist und mit der Aufnahme dann kann man mich im Zelt besser verstehen. Wir haben unsere Fiederrouten allesamt umgebaut. Ja, mit einer ganz normalen, also auf der einen habe ich jetzt eine normale Posenmontage mit einer 2-Gramm-Pose, dann 2er Aalhaken bestückt mit Tauwurm. Man könnte auch mit Köderfisch, richtig, nur momentan ist bei uns Schonzeit und das betrifft ja eigentlich nur den Hecht und den Zander, aber wir dürfen trotzdem auch mit kleinen Köderfischen nicht auf Aal angeln, darum leider heute nur Tauwurm. Die zweite Fiederroute habe ich ein bisschen hochkant hingestellt mit einer kleinen Grundmontage und werde mir danach an Knicklicht an die Spitze ja mit dem Gummiband befestigen und ja auch ebenfalls bestimmt mit einem 2er Aalhaken und ja einem Tauwurm halt, ne? Ich mache mir jetzt gleich was zu essen, eben gucken was es gibt, ich tippe mal Ravioli oder irgendeine andere Konserve. Falls es irgendwas geben sollte an den Routen, dann werde ich mich natürlich melden. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen, denn wir haben hier Dauerregen. Über Nacht ging leider nichts mehr, auch nicht nur auf Aal. Ich hatte einen sehr schönen Biss eigentlich, der richtig gut abgezogen hatte an der Posenmontage, den ich aber ja, einfach nicht verwerten konnte. Ich habe ganz normal angeschlagen, aber entweder hat der Aal nicht gefasst oder der Aal oder der sonstige Fisch, der den Wurm gepackt hat, hat nur ein Stückchen vom Wurm gepackt, wer weiß, ist auch egal. Jedenfalls über Nacht ging an den Karpfenruten auch jeweils nichts. Und so dass ich heute Morgen, als ich aufgestanden bin, erstmal beide Ruten kontrolliert hatte. Da war ein Boilie ja, ein bisschen dezimiert. Das kann genauso gut Brassen gewesen sein. Da möchte ich mir auch nichts drauf einbilden. An dem anderen Boilie war leider nichts dran. Nur nicht mal halt die Gebrauchsspuren von den Brassen. Habe ich dann beide direkt neu Boilie drauf gemacht und wieder ausgelegt. An der anderen werde ich heute Abend nochmal eine Maiskette versuchen. Vielleicht findet sich da ja ein Karpfen drauf. Und ansonsten habe ich den Tag über ein bisschen gefiedert. Das habt ihr auch gesehen, die kleinen Brassen, die ich noch gefangen hatte. Das war heute noch der einzige Fisch, der ja, an Land ging. Und werden wir gleich erstmal was zu essen machen und danach nochmal meine beiden Fiederrouten umbauen zu einer Posenmontage und einer anderen Grundmontage. Und dann werde ich es nochmal auf Aal probieren. Wer gelacht, wenn heute erster Aal läuft. Denn heute müssten wir den 8. oder 9. April haben. Also das wäre schon top, wenn heute, oder beziehungsweise bei dieser Session der erste Aal ja, an Land käme. Wir haben bei uns vor ein neues Mindestmaß vom Aal her. Das trug letztes Jahr noch 28 cm. Dieses Jahr erhöht auf 45 cm. Finde ich persönlich gar nicht schlecht. Ist nur, muss ich erstmal dran gewöhnen. Ne? 45er Aal, das
schon ein guter Räucher, also muss man sehen. So, genug gelabert. Ich habe Hunger. Wir sehen uns nachher bestimmt nochmal, wenn ich abmoderiere. Bis dann. Guten Morgen, um Punkt 6:30 hier aus Ostfriesland, Entschuldigung, dass ich ein bisschen müde bin. Über Nacht ging leider wieder nichts. Ich war kurzzeitig um 2:30, wo ich einmal kurz wach geworden bin, einmal nach draußen und habe alle Routen nochmal kontrolliert. Die Karfenrouten habe ich aber drin gelassen, da will ich gleich mal schauen, ob da was ging. Die Aalrouten. An dem einen war der Taube ein bisschen zerfetzt. Das kann genauso gut ein kleiner Kaulbarsch oder sonstiger Fisch gewesen sein. Die andere Route mit Tauben bestückt war unberührt. Die habe ich auch so wieder ausgelegt. Und ja, da kann man nichts machen. Ist halt ein unbekanntes Gewässer für mich hier. Ich habe hier einen Weißfisch am Montag viel gefangen, was ich leider nicht auf Kamera mit habe. Die Brass habt ihr ja auch noch gesehen, aber im Großen und Ganzen für den ersten Ansitz an diesem Gewässer kann man nicht meckern. Und ja, ich werde jetzt so langsam abbauen, aber da werde ich mich gleich bestimmt nochmal melden. So, ihr seht, das Zelt ist fast leer. Ich habe eigentlich alles zusammengepackt, muss es nur noch eben den Rest also raustragen. Dann kommen die Routen raus, oder erst baue ich das Zelt zusammen und dann werde ich mich auf dem Heimweg begeben. Um ein kleines Fazit zu ziehen, wenn man an einem für sich unbekannten Gewässer fischt, man kann, das habe ich auch gemacht als erstes, durch das Internet heutzutage schon sehr viele Informationen so aus dem Gewässer herausbekommen, zum Beispiel jetzt allgemein der Fischbestand und die Gewässertiefen. Und wenn man dann an dem Platz ist, an dem man dann halt mal so wie ich jetzt zwei Nächte lang sein Glück versucht hat, dann habe ich als erstes eine stinknormale Route in der Posenmontage genommen und ein bisschen am Loten gewesen. Ja, damit man ein bisschen erkennt, sitzt hier vielleicht etwas Struktur drin, habe ich da vielleicht eine coole, hier vielleicht so eine kleine Landzunge, die ein bisschen weiter in den Kanal reicht. Ja, weil dann kann man seine Köder, ich kenne viele Leute, die gehen einfach an den Kanal, nehmen ihre Ruten und hauen die wild ins Wasser. Die sitzen dann zwei Tage und wundern sich, warum sie nichts fangen. Ja, kein Wunder. Dann hatten sie meinetwegen den Köder direkt mitten im Kanal platziert, ja, wo das dann monoton 1 Meter tief war. Und an der anderen Stelle war das vielleicht 1,50 Meter tief und es war Sommer und 30 Grad Wärme. Ja, wo halten sich die Fische auf? Logisch. Nein. Darum als erstes, bevor man an einem unbekannten Gewässer seine Routen auslegt, immer ein bisschen nach der Gewässerstruktur sich umschauen, loten. Man kann generell, so wie jetzt auf Karpfen, auch einfach mal beigehen und in eine Warthose schlüpfen und den Gewässergrund ertasten. Das kann ich jetzt nicht, weil ich keine Warthose habe. Das wäre aber für Karpfen eine weitere Möglichkeit. So, ich packe jetzt den Rest zusammen, gehe dann nach Hause, schneide dann das Video zusammen und dann wird es hochgeladen. Bis dann.